Hi meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal um Haushaltsfavoriten. Einige kennt ihr vielleicht schon aus meinen letzten Videos. Die tauchen immer mal wieder auf, weil ich die nachkaufe und euch auch schon mal empfohlen habe. Aber ich dachte mir, es sind jetzt auch in den letzten Monaten neue Favoriten hinzugekommen und ich wollte das mal so als komplettes Video zusammenfassen. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Der Herbst beginnt ja jetzt so langsam und ab und zu kriege ich dann mal Besuch von so der ein oder anderen Spinne und keine Ahnung, neulich waren Grashüpfer bei mir plötzlich drin und solche Sachen. Und dann denke ich mir so, okay, die willst du nicht in deiner Wohnung haben und ich habe schon Angst. Kann man das Angst nennen vor Spinnen? Also ich finde die schon sehr, sehr eklig. Und wenn die dann durch die Wohnung rennen, das ist somit das Ekligste überhaupt für mich. Und deswegen müssen die schnell weg. Und mein Freund ist auch nicht immer da. Und da muss ich mir irgendwie selber helfen. Und habe da so zwei Sachen gefunden, die den Tieren nicht schaden. Und trotzdem haben wir einen guten Abstand zueinander. Und ich kann sie wieder ganz einfach nach draußen befördern. Zum einen habe ich hier, das nennt sich ein Spider-Catcher. Den habe ich bei Amazon mal gefunden. Und ihr glaubt nicht, wie oft der mich schon gerettet hat. Also der ist wirklich so super. Man drückt einfach hier hinten drauf und hier vorne hat es so Plastikborsten und dann geht das hier so auf. Man kann damit an die Wand, am Boden entlang, überall hin und lässt einfach hinten wieder los und dann schnappt das so zu. Und dann hängt da die Spinne oder was auch immer man da drin fängt, so ein bisschen schräg drin. Aber im Normalfall passiert ihr da ja nichts. Und dann kann man sie einfach aus dem Fenster halten. Also damit aus dem Fenster und wieder loslassen und dann fällt sie da runter, Fenster zu. Und dann hat sich das Ganze. Also das ist super gut und momentan brauche ich das locker ein- bis zweimal die Woche, weil immer wieder eine reinkommt. Und das ist halt mega gut und ich habe einen gewissen Abstand dazu. Also ich mag das nicht. Ich kann da nicht ein Glas drüber stülpen und dann was drunter schieben und ich fühle mich dann dem Ganzen so zu nah, als würde ich sie fast berühren. Und deswegen, das ist sehr, sehr gut. Und auch wenn man irgendwie eine Stelle hat, wo sie in der Ecke sitzt, an der Wand oder so, damit kommt ihr sehr gut hin. Und so für die kleineren Insekten, falls mal irgendwas drin ist, habe ich dieses Teil hier. Das kann man hier ganz einfach aufschieben, dann öffnet sich diese Luke. Man kann es drüber stülpen, schiebt es ganz einfach wieder vor und dann ist es hier so gefangen und man kann es auch aus dem Fenster halten und wieder so rauslassen. Also das sind super praktische Teile und die brauche ich einfach unbedingt in meinem Haushalt. Dann habe ich vor ein paar Wochen auch einen neuen Favorit für schwarze Wäsche entdeckt. Das trägt man jetzt natürlich im Herbst auch wieder häufiger wie im Sommer. Und das habe ich ein paar Mal ausprobiert und finde es richtig gut. Das sind so Wäscheschwarztücher und die nimmt man einfach mit in die schwarze Wäsche rein. Also das legt man in die Trommel rein. Die sehen so aus und dazwischen ist halt ja, so schwarze Farbe. Und das entfärbt sich und färbt dann die Textilien mit. Und das macht nur so einen Hauch dunkler. Also wenn ihr schwarze Wäsche habt, wo ihr denkt, ah, die war doch schon mal intensiver schwarz, dann sind die sehr gut dafür geeignet. Oder wenn ihr zum Beispiel, da habe ich auch eine graue Jeans habe und die wurde halt immer heller. Also die war eh schon so mittleres, helleres Grau, aber jetzt dachte ich mir so, die war definitiv mal dunkler und ich möchte sie wieder eine Nuance dunkler haben, dann kann man das auch sehr gut damit machen. Und natürlich kommt es auch ein bisschen drauf an, wie viel schwarze Wäsche man dann hat und es wird dann nicht so mega extrem schwarz, es ist einfach nur eine Nuance dunkler und dafür finde ich es halt auch sehr gut geeignet. Dann bleiben wir gleich mal beim Thema Wäsche und ich muss sagen, ich habe gar keinen so mega Favorit bei Waschmitteln. Also ich wechsle das immer mal wieder ab und sie machen alle sauber, deswegen habe ich da keinen großen Favoriten. Allerdings habe ich seit mehreren Monaten schon einiges geändert, was das Thema Weichspüler betrifft, weil es nicht so gut für die Umwelt ist und ich möchte trotzdem nicht auf diesen Geruch verzichten. Und klar, es gibt auch von Febreze, das habe ich auch schon häufiger genutzt und mag das eigentlich sehr gerne, diese Textilerfrischer, diese Sprays, die man einfach so drauf sprüht. Aber ich finde, nach einem halben Tag, spätestens nach einem halben Tag, verfliegt das auch wieder. Und ich habe seit einer Weile eine Möglichkeit für mich gefunden, wie ich einfach Weichspüler trotzdem nutzen kann, damit die Wäsche gut riecht, ohne dass ich da Unmengen in die Waschmaschine reinkippen muss. Und zwar fülle ich mir das in so ein Fläschchen ab. Das war mal so ein Melonen-Body-Spray von Balea und sowas gibt es ja immer mal wieder bei DM, auch relativ günstig.
Und das habe ich einfach ein bisschen zweckentfremdet und habe davon jetzt zum Beispiel diesen Weichspüler hier reingefüllt und besprühe nach dem Waschen meine Wäsche damit. Und das riecht einfach so viel länger, finde ich. Und man kann es auch immer mal wieder auffrischen und man braucht nicht so viel davon. Und ich finde das super. Und so besprühe ich alles Mögliche, auch Dekokissen, natürlich, wenn es die Oberfläche erlaubt. Also so ganz künstliche Sachen jetzt nicht, aber alles, was so Stoffe beinhaltet oder auch mal im Kleiderschrank einfach mal wild sprühe ich da rum. Und es riecht einfach so frisch und toll. Und ich muss nicht auf den Geruch verzichten. Und das ist so einer meiner Liebsten. Und ich finde, es ist intensiver als diese Textilerfrischer von Febreze. Ein Oldtime-Favorit von mir für alle möglichen Flecken ist einfach die gute alte Geilseife. Man glaubt es kaum, wie viel die hinbekommt. Also auch gerade, wenn man einen Fleck hat, der wieder schwerer rausgeht, feuchtet einfach dieses Textil an oder gerade auch diese Stelle mit dem Fleck, reibt das ein bisschen ein und lasst das, je nachdem, das müsst ihr mal ausprobieren, so 10 Minuten einwirken, manchmal ein bisschen länger, je nachdem, was es für ein Fleck ist. Und das bekommt das so gut raus und danach kann man es nochmal mit allen anderen Sachen in die Wäsche machen. Aber auch so für Kleinigkeiten per Handwäsche ist das sehr, sehr gut. Also kann ich euch nur empfehlen, ist so ein Oldtime Favorite, den ich immer daheim habe. Ein Haushaltshelfer, den ich auch nicht mehr missen möchte, gerade jetzt, wenn man wieder mehr Jacken trägt, besonders Mäntel und so, aber manchmal hat man es auch einfach an der normalen Kleidung, sind diese Fusselknötchen, die kennt ihr vielleicht auch, die hat man manchmal hier so in dem Bereich, wenn man mit dem Arm so entlang schleift oder Taschen trägt oder so, oder auch hier am Ärmel, müsst ihr mal drauf achten, gerade beim Mänteln ist das häufig der Fall, habe ich diesen Fusselrasierer hier und der ist so gut. Ihr zieht einfach diese Kappe ab und der hat so kleine rotierende Rasierklingen und damit könnt ihr ganz einfach über den Stoff gehen. Ich habe den auch schon für Hosen genutzt und alles Mögliche. Und der rasiert euch die ganz fein ab, ohne irgendwelche Löcher zu machen. Davor hatte ich nämlich immer Angst, aber das ist mir noch nie passiert bei gar nichts. Und der ist einfach klasse. Also der rasiert die ganz vorsichtig ab und dann sieht das relativ wie neu aus. Und das ist einfach so, so gut. Dann kommen wir zu etwas, was auch schon ein bisschen bekannter ist, ich aber auch nicht darauf verzichten möchte. Und zwar diese Schmutzradierer. Die sind einfach so gut, wenn ihr irgendwelche Verfärbungen habt an der Wand. Ihr macht das einfach ein bisschen nass, drückt den gut aus. Also es ist schon wichtig, dass er nur so leicht feucht ist. Und gerade an so weißen Wänden, wenn man da irgendwie so Spuren hat, weil man sich da öfter festhielt, beim Schuhe anziehen, wo auch immer. Und dann kann man da sehr, sehr gut drüber gehen und das rubbelt das einfach wieder ab, ohne die Tapete zu beschädigen. Oder ich habe zum Beispiel weiße Stühle und die fasse ich auch oben gerne an. Und wenn man das irgendwie 100-mal gemacht hat, hat man da auch so leichte Spuren drauf. Und damit kann man das auch sehr gut reinigen. Man sollte allerdings Acht geben bei farbigen Möbeln und Tapeten. Da kann es auch ein bisschen die Farbe entziehen. Also es ist speziell für weiße Sachen sehr gut geeignet. Oder ihr habt irgendwelche Fliesen und wollt die damit reinigen. Also für den Boden geht es auch sehr gut. Wenn man da irgendwelche Spuren hat, dann kann man das auch sehr gut dafür benutzen. Dann habe ich noch was sehr Gutes gegen Staub und zwar diese Staubbezüge. Die sehen dann so aus. Ich liebe diese puscheligen Dinger und das ist einfach so ringsherum und dann kommt man super gut auch gerade in so Regale rein. Auf Schuhen, die man mal irgendwo hinstellt, da ist auch gerne mal schneller Staub drauf, als man möchte. Und dafür sind die einfach so, so gut geeignet und das ist halt so rundum. Da kommt man super schnell und gut dran und ja, muss nicht immer gleich so eine große Wischaktion starten, wenn es einfach nur um Staub geht. Und ja, ich liebe diese Puscheldinger. Und dann habe ich noch zwei All-Time-Favorites, die ihr auch schon häufiger in meinen Videos gesehen habt. Deswegen sage ich jetzt nicht mehr so viel darüber. Und zwar der Meister Propper Badreiniger. Ein absolutes Must-Have für alle Oberflächen, egal ob im Bad, in der Küche, im Wohnzimmer. Ich benutze ihn einfach überall und das ist der bestduftendste Reiniger, den ich so habe. Und was ich auch immer wieder nachkaufe, ist dieses Hygienespray. Da gehe ich auch gerne, nachdem ich das hier benutzt habe, nochmal mit dem hier dann drüber, sprühe das ein bisschen ein, lasse das auch einwirken und wische dann nochmal mit einem feuchten Tuch drüber. Auch überall im Bad, in der Küche, egal wo. Also die zwei Dinger stehen bei mir überall und werden auch immer so im Duo genutzt. Und zu guter Letzt komme ich zu einem Favoriten für Spiegel, Fenster und alle möglichen Glasoberflächen. Und zwar ist das ganz einfach ein Mikrofasertuch. Da finde ich auch, es ist egal welches. Aber das ist so ein Allrounder. Gerade bei Fenstern sieht man ja auch oft diese
Schlieren, also diese Spuren von diesem Putzmittel, und damit kriegt ihr es einfach wirklich streifenfrei. Oder auch alle möglichen Sachen wie Glastische. Ich habe zum Beispiel auch hier einen. Und wenn ihr natürlich irgendwie einen Fleck habt von einem Getränk oder so, dann macht das vorerst schon richtig weg und benutzt das halt nochmal so im Nachgang. Das kann man auch fast trocken benutzen. Also ich benutze da wirklich nur minimal Wasser dazu. Vielleicht gerade so eine Ecke mache ich nass. Und ansonsten gehe ich nochmal trocken damit drüber und ihr kriegt das wirklich blitzeblank, und mit keinem Tuch der Welt kriegt ihr das besser hin, habe ich so das Gefühl. Also Mikrofasertücher sind sehr gut für sowas geeignet. Ja, das war's mit meinen Favoriten für den Haushalt. Vielleicht hat euch der ein oder andere Tipp auch was gebracht, das hoffe ich natürlich sehr. Und falls ihr irgendwas Tolles für mich als Empfehlung habt, dann schreibt das super gerne in die Kommentare rein. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!